Weiter geht es mit einer neuen finsterkriminellen Mafia-Folge The Darkness. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kriminellen Darklinge, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt mich ein wenig supporten. Ganz easy, einfach nur eine klitzekleine Bewertung rausdrücken. Und natürlich einen Kommentar schreiben. Wie findet ihr The Darkness? Müll oder geil? Schreibt es in die Kommentare. Erleuchtet mich mit eurer Weisheit. Okay, das ist echt übel da drüben. Und ich habe super wenig Muni. Ey, es war ein Headshot. Der müsste sowas von tot sein. Okay, bedien dich. Ey, Jungs, nicht streiten. Jeder bekommt hier einen Klumpen. Absolut jeder. So, holen wir uns mal hier so einen kleinen Schützen. Alter, der ist richtig fies, der Darkling. Bam. So, runter damit. Schon irgendwie unfair. Immer nur der Rechte bekommt zu fressen. Ich kann den Hass verstehen. Hier drüben ist niemand mehr, oder? Okay, machen wir hier Dunkelheit. Auf Distanz ist die Shotgun, glaube ich, ganz schön Müll. Naja, geht. Könnte schlimmer sein. So, erstmal hier Finsternis. Alter, wie die Waffe verzieht, ne? Ja, ich treffe hier nicht. Alright, ich glaube, wir haben die Lage unter Kontrolle. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach nur hier so einen kleinen Schützen reinrufen müssen. Dann hätte er alle da drin ausgelöscht. Ah, guck mal hier. Das ist ja nicht mal eine Abkürzung. So, dann saugen sie mal ein wenig Finsternis. Alright. Munition sieht stabil aus. Hey, 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 Lizenzmusik. So, ausgeschalten. Alles klar, hier kommen wir rein. Bringt uns aber leider nothing. What? Ah, hier ein Objekt noch zum Mitnehmen. Ah, ich liebe dieses Spiel mit seinen ganzen Details. Ich wünschte, wir würden mehr solcher Spiele bekommen. Okay, jetzt bin ich wieder draußen. So, Mann, was ist der Plan? Wir haben hier alle ausgerottet. Sollen wir das Geld nicht vernichten? Das Geld war ja hier drüben drin, aber hier drüben ist auch abgeschlossen. Oder kommen wir hier rein? Ne, hier geht's raus. Ach, jetzt ist offen.
ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Okay, schnell noch die Herzen verschlingen. Proteine brauchen wir. Da können wir hier wieder raus. Easy, ganz easy. Hier war der Ausgang, oder? So, die Kohle ist vernichtet. Der alte fette Pauli wird kotzen. Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich tu dir doch nichts. Okay, er will nicht mehr mit mir reden. So, schauen wir mal rein. Okay, wir sollen zurück zu Jenny. Und die war ja hier unten. Ist immer noch bei der Station zum Waisenhaus? Gut, springen wir drüber. Echter Gangster, dieser Jackie Estacato. Echter Gangster. Auf ein Ticket spuckt der Junge. Wer spuckt eiskalt auf so ein Ticket, ne? Okay, hier geht's zum St. Mary's Waisenhaus. Jimmy, die Traube ist auch nicht mehr hier. Oh, doch. Zusammengeschlagen. Jimmy, was passiert? Jack, they snuck up on me and nailed me from behind. Paulie and that fucking piece of shit Eddie Schrode. Well, listen, you gotta get to the orphanage. They took Jenny to the orphanage. You gotta get there. Go on, move, quick, move. Aber sonst geht's dir gut. I'm gonna tell you something. I swear to God, Paulie and Schrode gonna die for this. More than once. Es wird Zeit, dass die alten Gangster sich halt eben wieder ein bisschen aufraffen. When you kill for a living, life's only precious if you're staring down the barrel of a gun. Or somebody you care about is. Holy can have my possessions, my life, anything I own. Anything except you. Anything! Wird Zeit, dass sich die alten Gangster aufraffen. Und mal hier wieder zeigen, dass sie eben noch die Stadt dominieren. Bam! Alles klar, here we go again. Zu viel Licht! Einfach zu viel Licht. Einmal schnell runterwürgen, die alten Klumpen. Okay, wir sollen zum Waisenhaus. Eddie Schrode. Mission aktualisiert. Das ist sowas von eine Falle. Jetzt wird's plötzlich zu so einem richtigen Horrorspiel. Remembering something, Jackie. Oh, süß die beiden. Tja, Jenny ist alles, was er hat. Seine große Liebe. Pattons Stimme als Finsternis, einfach nur gut. War da eben gerade Blut? Das Blut.
Blut und Spuren auf dem Boden. Okay, hier hat's wohl gebrannt, ha? Huh? Alter, wie heftig. Einfach mal die Zeichnung von der Kinderleiche. Sind ja mehrere Kinder verbrannt. Wer ist dran schuld? Der fette Wichser Pauli. Der sich ja leider als Gott hier in der Stadt fühlt. Unberührbar. Oberhaupt der Mafia. Alle zittern vor ihm. Und deswegen darf der Fettsack einfach mal so ein Waisenhaus anzünden. Okay, die Kinder sahen schon echt gruselig aus. Young Jackie war schon ziemlich spooky. Warte mal, hier geht's weiter, aber... Soll man da irgendwie rüberspringen? Und wenn ja, was bringt's? Easter Egg oder sowas hier drüben? Ein Objekt. Ja Gott, ich weiß nicht mehr, wo alles war. Wie gesagt, ich habe das Spiel so geliebt. Ich habe das mehrfach durchgespielt. Und klar kann ich mich noch an das Spiel sehr gut erinnern. Ich weiß auch noch das Ende und alles und den Ablauf des Spiels. Aber halt auch nicht jede Sekunde. This will be a night to remember. Right about you. Shut up, you dumb broad. You're giving me a fucking headache. This was your idea, Franchetti. If it was up to me, I'd have blown her brains out already. Yeah, well, it's not up to you. Fuck you! Why are you doing this? Maybe you should ask your boyfriend when he gets here. Jackie? Why haven't you fucked him over enough? Shut your fucking mouth, bitch! Be still and watch. Okay. Please don't kill me. No! Damn it! Your flesh is mine. Your will is mine. Well, 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 just in time. I heard you and your girlfriend grew up here, Estacado. What a shithole. Broke my nose. And now the place looks like it was hit by a bomb. Oh, get him. What's the matter? Don't know your ass from your elbow with all that demon shit? You know why we're here? As you heard me, Jackie. I took you in for my own. I trusted you. So now all this blood is on your hands. Jackie, what's going on? Get me out of here. Shut the fuck up! No. You see a happy ending here, Jackie? You figure you got something to bargain with me so that I don't blow her fucking brains out her fucking nose? Because the way I see it, you got nothing! It just gets bigger and bigger, don't it, Jackie boy? We hurt you, you hurt us.
like some fucking game we're playing here. You caused me a lot of trouble, boy. You were my blood, Jackie. I loved you like a son, and you took from me. You stole my respect, and you stole my trust. And when blood takes from blood, someone always pays. So now, I take from you. Jackie, this is not your fault. Tja, Jenny ist hinüber. Sie ist tot. Pauli, der Wichser, hat sie einfach erschossen. Das Einzige, das irgendeine Bedeutung für Jackie hatte. Und jetzt, wo bin ich jetzt? In irgendeinem Schützengraben im Krieg? Dämonenarm, nice. Geil, Mann. Jetzt können wir auch zuhauen und die Lichter ausmachen. Der Arm ist sehr, sehr nützlich. Ja, die Stelle mit Jenny ist schon echt bitter. Die ist schon echt verdammt bitter. Und danach hat er sich einfach das Hirn weggeblasen. Und wo wir jetzt sind, was das Ganze soll, das wird natürlich auch logisch erklärt. Aber dazu müsst ihr ein wenig Geduld haben. Ich will es euch nicht wegspoilern. Am Anfang ein wenig kryptisch. Aber bald ergibt alles Sinn. Die Finsternis existiert natürlich schon sehr, sehr lange, wenn man sich logischerweise denken kann. Wow! Alter! Bada Bums, Bro! Ich glaube, später konnte man auch noch die Leichen herziehen. Ich meine, mich vage daran erinnern zu können. So, warte mal, wie kommen wir hier durch? Ah, Kamikaze Darkling. Genau, der blowt alles weg. Babams, Dankeschön, Bruder. Achtung.
wollte eigentlich so einen Darkling holen und sie sprengen. Das war eigentlich der Plan, deswegen habe ich gezögert. Das schmeckt. Schöner, leckerer Klumpen. Ich finde es auch geil, dass sich die Farbe der Finsternis verändert, je nachdem, welche Fähigkeit man verwendet. Ah, wenn ich das hier verwende, wird es so orange. Und hier wird es rot. Ah, hier ist wieder Licht. Kannst die Fähigkeit nicht einsetzen. Ja, das habt ihr gehört, ungefähr was das hier ist. Meine Finsternis lässt den guten alten Jackie natürlich nicht sterben. What? Der lebt wieder? Wie kann der Typ wieder leben? Erstmal den hier noch umgeschrubbt. Dann ab übers Minenfeld. Einfach durch, mein Sohn. Einfach durch. Pestilenz. Ah, Pestilenz ist da oben. Einer der vier. Der vier apokalyptischen. Okay, saug die Finsternis. Inhalier die Finsternis. Die Luga hier, die haut echt gut rein. Alter, was hat der denn? Den eine Granate irgendwie im Gesicht stecken. Tod den Kommunisten. Man muss auch die Herzen fressen. Ich glaube, sonst stehen die wieder auf. Ich glaube, daran liegt es. Wenn man nicht schnell genug die Herzen hier verputzt, dann kommen die einfach wieder zurück. Boah, ich liebe diese Animation. Ich wünschte nur, wir könnten sprinten. Können wir hier rein? Mal den hier kann ich wegshooten. Moment. Kann er hier rein? Alter, verschlingt doch das Herz. Jetzt. Dankeschön. So. Und den Schlong wieder eingefahren. Wow, 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 wow. So, hier runterwürgen den Kameraden. Und jetzt
Munition habe ich genug. Okay, ich glaube, ich muss hier wieder mit ihm ran. Der verdammte Bunker, ha? Huh? Warte. What? Wo ist der Durchgang? Hier ist ein Durchgang, aber nicht den, den ich suche eben gerade. Bin ich doch durchgeslippery-doodled. What? Alter, hier musst du rein. Wenn man den nicht mehr sieht, wenn man direkt davor ist. Weiß ihn tot, gibt's doch nicht. Junge, Junge, Junge. Du machst es einem aber auch recht schwer. Alright, Chef. Irgendwie ran. Warte. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier jetzt machen musste. Zip, wieder zurück. Katze, du holen? Hat der uns da durchgesprengt? Na, im Notfall einfach so einen holen. Perfekt. The flame of life shall be put into shadow. Okay, mein Freund, die Finsternis. Wo zum Geier bin ich hier? All men. You reach the village through the sewers. But be sharp about it. Hun are closing in. Have a word with Corporal Greenwood. He can show you the way to the sewers. Is that standard issue uniform for you, Yanks, then? Alter, die sind für immer hier in diesem verdammten Krieg, ne? Yank, the one in the village? My name is Captain William Eldridge, 2nd Army of the British Expeditionary Force. You must be the Yank you're hearing about. You're probably wondering about the spot of bother you've gotten yourself into. Bit of a sticky wicket, eh? Can't tell you much. Need to know bases and all that. We've been pinned down by Jedi for as long as any of us can remember. HQ's had us going for the hills. We're not getting anywhere. Something you're going that way, son, and I wouldn't place. Fall about. I've seen things down there that would make grown men cry. If I were you, I'd get in there. Keep oh, going. Don't look back, whatever you do. Don't mess about, lad. Get going. Ja, die Soldaten sind auf ewig in diesem Kriegsabschnitt gefangen. There's no explanation for what's happened to me. Maybe this place isn't a place at all. Maybe it's a state of mind. I mean, I'm supposed to be dead. I remember you. I remember the gunshot. I think I'm in hell. Tja, es ist viel mehr als die Hölle. Go back or be lost forever. Worse than hell. Nothing can come of this. Turn away. Okay, die Finsternis will, dass ich umkehre. Dann machen wir genau das Gegenteilige. Sound off. Wenn die Finsternis sagt, mach es nicht. Nothing for you here. Da
Dann machen wir's. Young Estacada! Let's get into the church, eh? It's waiting for you in the church. I'd get inside before the bloody German... It's a lie, Jackie. Ach, jemand erinnert sich auf einmal an mich? Der junge Jackie Estacado. You'll find your American chum in the church. Mein amerikanischer Kumpel in der Kirche. The Hills. Is everyone all right? Okay, wo ist die Kirche? Wie komme ich in die Kirche? I said I was bad. But I'm not. Hier ist eine riesige Mauer. Du bist verrückt, Kumpel. Leider bist du verrückt. Dieser Ort ist nämlich purer Wahnsinn. Hungersnot. Da drüben ist ein kleiner Turm. Es sieht nach Kirchengebäude hier aus. Kann man da rein? Ja. Jackie, holy shit, are you a sight for sore eyes? Listen, kid, I know there are a lot of things you're not gonna understand, but you gotta trust me. Now that you've arrived, I think we're gonna find out what's happening here. Do I know you? My name is Tony Estacado. Okay, this is gonna sound weird, but I guess that I'm your great-great-grandfather. What the hell is this place? Don't you see it? Everything happened here, Jackie. This is where it all began. That's why I'm back in this goddamn nightmare war. It's why we all are. I brought this darkness into our family. This is all my fault. What do you know about the darkness? Do you know why it chose me? I don't know. It needs a host, I guess. I messed up, Jackie. I brought it into the family. I didn't realize it would do this to us. Die Finsternis steht eigentlich nur für so einen fiesen Kriegsherpes. The darkness. What the hell is it? The darkness is a living thing. It's some kind of a creature, old as time. It passes down from generation to generation, making itself known on the firstborn male's 21st birthday. Why did it bring me here? It needs its human host to stay alive. Somehow you broke the rules, Jackie. You died before your time. The darkness has to keep you here while it puts you back together. It won't allow you to die. How do I stop this? And how do I get out? Listen, there might be a way to control it. I found out that a long time ago, one of the human hosts forged two special weapons that were used to control the darkness. Promise me, Jackie, that you'll go find them. You gotta work out how to control this damn thing before it's too late. Okay, die Finsternis hat uns an diesen schrecklichen Ort gebracht. Alter, Kumpel. Ah, du brauchst definitiv eine Schwester. Weil wir uns im echten Leben das Hirn weggepustet haben. Das habe ich schon gemerkt. Das habe ich schon gemerkt. Tja, Finsternis. Du und ich, wir werden anscheinend keine Freunde. A couple of things about the Estacado family. One, we don't give up. Kann man so machen, Jackie. Kann man so machen. Alright, ich würde sagen,
Die Folge war lang genug. In den nächsten schlagen wir uns hier weiter durch die Hölle. Wie immer, bewerten, kommentieren. Arme Schweine. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.